Tödliche Zerstörung in Tiflis. Mitten in der georgischen Hauptstadt tritt der sonst kleine Fluss Vere über die Ufer. Nach stundenlangem sintflutartigem Regen. Der Fluss fließt quer durch den Zoo von Tiflis in die größere Kura. Er überflutet das Zoogelände und angrenzende Straßen. Mindestens 12 Menschen werden durch die Überschwemmungen getötet. 24 weitere gelten zunächst als vermisst. Georgiens Regierungschef Irakli Garibaschwili spricht von beträchtlichen Schäden für die Infrastruktur von Tiflis. Der Zoo hat sich nach Angaben einer Sprecherin in einen höllischen Strudel verwandelt. Von hier werden 3 Tote gemeldet, darunter 2 Angestellte. Zahlreiche Zootiere, darunter die Löwen und Tiger, sowie dieses Flusspferd, fliehen aus dem Tierpark Tiflis und lösen teilweise Panik aus. Das Flusspferd kann in der Nähe des Heldenplatzes gerettet werden. 8 Löwen, mehrere Tiger, Jaguare und Schakale sowie etwa 20 Wölfe dagegen werden von Spezialstreitkräften erschossen oder gelten als vermisst. Nach Angaben des Zoodirektors ertrinken sämtliche Affen in ihren Käfigen. Der einflussreiche Patriarch der georgisch-orthodoxen Kirche Ilia II. Findet eine beinahe biblische Begründung für die Überschwemmung des Zoos. Die Kommunisten, so das Kirchenoberhaupt, hätten einst Klöster zerstört und Kirchenglocken eingeschmolzen und den Tierpark mit dem Erlös errichtet. Und eine Sünde bleibe niemals ungestraft. Die Regierung verhängt einen Tag Staatstrauer.